Solidarität mit Rotterdam, White is the future, international. Am 9. Oktober begann der türkische Regierung unter Erdogan einen Angriffskrieg gegen die Demokratische Föderation Nordostsyrien Rojava. Die Türkei propagandiert, Terroristen aus dem Gebiet zu verjagen und in der befreiten Region syrische Geflüchtete anzusiedeln. Doch das Ziel ist ganz klar, die Kurdinnen vollständig aus dem Gebiet zu vertreiben. Hierbei handelt es sich um nichts anderes als um eine ethnische Säuberung, die demografische Veränderung der Region, das Annektieren syrischer Gebiete durch die Türkei und der Beihilfe zur Wiederkehr des sogenannten islamistischen Staates, IS. Durch den Truppenabzug der US-Streitkräfte und dem Schweigen der NATO wurde der türkischen Regierung freie Fahrt gewährt, um ihren Angriffskrieg zu beginnen. Der Widerstand von Rojava erreicht die ganze Welt. Überall gehen täglich tausende Menschen auf die Straße und demonstrieren, führen Aktionen durch und machen auf die aktuelle Lage in Rojava aufmerksam. Es ist wichtig, dass unsere Stimmen gehört werden. Unser Protest gibt den Menschen in Rojava Hoffnung. Rojava verteidigen bedeutet auch, die Welt von morgen zu retten. Erdogans Angriff ist ein Angriff auf uns alle. Unsere Forderung: Stopp den Angriffskrieg der Türkei in Nordsyrien. Stopp der deutschen Waffenlieferung an die Türkei. Stopp der wirtschaftlichen und militärischen Zusammenarbeit mit der Türkei. Eine friedliche Lösung des Kriegs in Syrien mit Beteiligung der kurdischen Akteure und Autonomie Nordsyriens. Dankeschön. Woo!